Klimaschutz will ja bezahlt werden. Und irgendjemand muss dieses Geld auch verdienen. Und natürlich kann man das im Tourismus über Nationalparke, über Eintrittsgelder und so weiter und so fort auch refinanzieren. Muss man vermutlich auch, weil das Geld nun mal nicht vom Himmel wächst. Aber wo ich mich wirklich dagegen wehre, ist dieses deutsche, fast schon nur noch grüne, deutsche Weißwestentum. Ja? Also zu sagen, naja, im vorauseilenden Gehorsam schaffen wir jetzt alles ab, auch wenn die Beschneiung bei uns weit geringer ist als in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Sagen wir, ach, jetzt hören wir auf damit, weil, und dann schauen wir nicht drauf, welchen klimapolitischen Bärendienst wir damit erweisen, weil die Menschen werden doch ihre Vorlieben nicht gleich abändern. Man kann nicht mit einem Verbot diese Lenkung dann vollziehen. Die Menschen werden trotzdem gern Skifahren und dann halt in Italien, in der Schweiz oder vielleicht im schlimmsten Fall dann in Kanada. Das kann es ja wohl nicht sein. Und wir könnten vor der Haustür einiges machen und lassen es aber dann nicht zu, weil wir ja in Deutschland wieder mal die Welt retten. Ich glaube, das geht sowohl an Sigmar Schulze als auch Frau Windel. Wer möchte? Frau Körniger, ich glaube, Sie haben selbst leider Gottes auch an eigenem Leib erfahren müssen, wie dramatisch es sein kann, wenn man auch auf Verbote oder auf Pflichten angewiesen ist, wie beispielsweise die Gurtpflicht. Sowas rettet im Zweifelsfall Leben. Mein Leben hat es gerettet. Und deswegen, wir sind jetzt gerade in so einer absoluten Menschheitskatastrophe. Wir bewegen uns tatsächlich, und das kommt nach neuestem UNEP-Bericht von ungefähr November raus, auf 3 Grad Erderhitzung zu. Und das bei Umsetzung der zugesagten Maßnahmen. Und da sagt der Professor Schellenhuber, der Gründer des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, hey, das ist das Ende der menschlichen Zivilisation. Und das ist nichts, was ich mir gerade in dem Kopf von mir zusammenspinne, sondern das ist wissenschaftliche Realität. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie können wir das gemeinsam anpacken. Unbedingt. Was ist die Konsequenz daraus, Frau? Unbedingt. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass man, darf ich da antworten? Ja, wenn Frau Wendel, ich will gerne. Nein, also mir ist es ganz wichtig, dass wir schon sagen, Verbote bringen uns doch gar nicht weiter. Nehmen wir ein ganz plakatives Beispiel. Nehmen wir mal Kreuzfahrtschiffe her. Hm. Kreuzfahrtschiffe. Hm. Wenn wir die einfach verbieten, glaube ich, die Alternative, die gibt ja der Markt auch her. Aktuell schon passiert, dass man sagt, wie kann man die denn anders tatsächlich betanken und wie können wir hier nachhaltiger auch Fernreisen betreiben? Bin jetzt kein Fan persönlich, ja, habe auch noch keine gemacht, keine Kreuzfahrt, aber ich sag nur, Technologieoffenheit, den Horizont sich weiten zu lassen durch die Möglichkeiten technisch, die wir haben, aber nicht immer mit dem Vorschlaghammer zu sagen, das machen wir nicht mehr und das machen wir nicht. Wir verlieren aktuell in Europa maximal den Rückhalt in unserer deutschen Wirtschaft, weil wir eben alles mit dem Vorschlaghammer machen. Frau Schulze. Also so. Also so pauschal kann man das einfach nicht stehen lassen. Wir haben einfach eine Riesenherausforderung vor uns und entweder wir warten noch länger, dann werden irgendwann die Realitäten uns zu massiven Veränderungen zwingen, die viel teurer, viel eingriffsintensiver und viel mehr Veränderungen uns allen aufhalsen werden, wie wir das hier in dieser Runde uns überhaupt vorstellen können. Oder wir nutzen jetzt das immer kleiner werdende Zeitfenster, kluge politische Entscheidungen zu treffen. Und bei klugen politischen Entscheidungen bedeutet es, alle Sektoren von der Industrie zum Tourismus, zur Energie auf Klimaneutralität umzustellen. Und ja, das ist anstrengend. Und ja, da muss man investieren. Und ja, da geht nicht alles von heute auf morgen. Aber was auf keinen Fall hilft, sind so allgemein Pauschalplätze wie die, hier ist irgendwie die Verbotskultur und da wäre das gute, freie Leben. Wenn wir nicht alle zusammenarbeiten und die klügsten Ideen zusammenschmeißen und auch uns gegenseitig unterstützen, dann haben wir ein großes Problem mit unserer Freiheit insgesamt. Und ich glaube, die Freiheit möchten wir doch für uns, für unsere Enkel und für unsere Kinder und Enkel bewahren. Und darum gilt es jetzt zu handeln, anstatt sich irgendwie so Vorwürfe zu machen. Also ein Plädoyer von Frau Schulze, sich keine Vorwürfe zu machen. Also, bei dieser vehementen Diskussion muss ich leider sagen, wir müssen das Ganze schon global sehen. Also es ist nicht ein deutsches Problem und auch nicht ein europäisches Problem, es ist ein weltweites Problem. Und unser Einfluss ist relativ gering. Natürlich können wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wir waren eine führende Gegend auf dieser Welt mit der EU und mit Amerika zusammen, die westliche Welt. Aber es ändert sich auch die politische Welt weltweit. Und wir können zum Teil eingreifen,
Wir können in Europa vor allem oder in Deutschland verzichten lernen. Wenn wir alle auf das verzichten, was wir nicht brauchen, brauchen wir uns nicht auf der Straße ankleben. Braucht man? Dann haben wir viel erreicht. Brauchen wir uns nicht auf der Straße ankleben. Das tut die letzte Generation, glaube ich, auch gar nicht mehr. Davon sind Sie schon abgerückt. Ja, vernünftigerweise. Sie haben die Leute gegen sich aufgebracht. Also das war absolut kontraproduktiv. Aber darüber, über die Methoden der letzten Generation wollen wir heute gar nicht so viel reden, sondern darüber, was man vielleicht inhaltlich verändern könnte. Nämlich, Sie haben es eben gesagt, verzichten lernen. Heißt das, man muss auf Kreuzfahrten, wie wir es eben gehört haben, oder den Flug nach Mallorca darauf verzichten? Ja, wenn wir alle ein Drittel dessen, was wir konsumieren, weglassen, und das wäre kein Problem, dann haben wir nur ein Haushaltsproblem, weil dann fließen keine Mehrwertsteuern mehr. Und dann ist Deutschland wirklich pleite, nicht nur jetzt fast pleite. Ja, wenn Sie, ich hätte dazu einen Vorschlag. Wir wollen ja was tun. Wir alle erkennen an, es gibt ein Problem, es gibt ein riesiges Problem, da stimme ich absolut zu, und wir wollen was tun. Verbote schwierig, Verzicht im großen Stil auch schwierig. Aber wir wollen was tun, also müssen wir lenken. So könnten wir beispielsweise mal Flugbenzin, Kerosin, die Steuervorteile auflösen und vielleicht endlich mal ein Tempolimit auf Autobahnen realisieren. Dann hätten wir so viel eingespart mit einem Schlag und dann könnten wir alle ganz viel Skifahren gehen. Ja, gut. Ist doch ein interessanter Push. Ist schwierig für die Partei der Skiflieger. Ist ja ein... Das hat man über den Applaus nicht gehört. Ist ja durchaus ein interessanter Vorschlag. Die Kerosinsteuer, die Sie erwähnt haben. Bei Inlandsflügen wird jetzt eine Kerosinsteuer erhoben. Frau Schulze, sollte das auch für Urlaubsflüge ins Ausland gelten? Da hat die Ampel ja intensiv und hart debattiert und ist zu dem Kompromiss gekommen, wo sie gekommen ist. Ich glaube, langfristig müssen wir an die klima- und umweltschädlichen Subventionen ran, weil das genau diese Lenkungswirkungen sind, von denen Sie gesprochen haben und wo Politik ehrlich gesagt auch eine Verantwortung hat, diese Richtung... Heißt, nur damit wir es übersetzen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Ampel hat sich auf den Kompromiss geeinigt, Flüge ins Ausland noch nicht mit Kerosin. Mit der Ticketsteuer kommt genau, ja jetzt. Die Ticketsteuer kommt, das ist ein relativ kleiner Betrag, aber die Kerosinsteuer eben noch nicht. Sind Sie dafür? Wir als Grüne sind wir weiter dafür. Wir sind in einer Koalition, so ist es in der Politik, wo man sich einigen muss. Und das hat da mit den Koalitionspartnern so nicht geklappt. Ich glaube, da müssen wir langfristig hin. Ich wollte nur noch ein Argument sagen, weil das finde ich immer so schwierig, wenn es so heißt, naja, wir sind ja hier nur Deutschland und wir können nicht die ganze Welt retten. Ich habe da immer meinen Papa im Ohr, der zu mir immer gesagt hat, hey, nur wenn andere Sachen machen, die nicht gut sind, musst du sie nicht auch tun. Das heißt, ich glaube, es ist schon auch unsere Verantwortung, das Richtige zu tun, damit wir später, also ich habe jetzt einen kleinen Sohn, in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ich habe jedenfalls probiert, das Beste sozusagen zu geben. Ganz abgesehen davon kann man ja auch Vorbild sein. Ich erinnere an das Erneuerbare Energiengesetz, das so oft kopiert wurde weltweit, weil es nämlich die Fesseln der fossilen Industrie sprengt und das ganze Land zu Energiegewinnerinnen und Energiegewinner machen kann. Also ich wünsche uns da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und auch Stolz auf das, was wir hier auch in dem Land schon erreicht haben. Und ich glaube, das können wir auch gerne als positive Beispiele nach vorne tragen. Frau Kanewa, jetzt habe ich verstanden, Sie sind gegen Verbote. Sie sind gegen Verbote, das habe ich verstanden. Wenn man sich jetzt aber in der Runde halbwegs einig ist, dass trotzdem man etwas tun muss, so habe ich es zumindest rausgehört bei allen, ganz konkret, sollte Fliegen, Urlaubsflüge dann teurer werden? Also ich sehe es in der Tat so, dass das eine Lenkungssteuer wäre. Also wir vernehmen da im Übrigen was ganz anderes. Die Partei der Vielflieger würde das, glaube ich, jetzt nicht so toll finden. Aber meinen Sie die CDU? Nein, sicher nicht. Sondern? Die Grünen sind ganz klar die Partei der Vielflieger, aber Spaß beiseite oder Ernst beiseite. Die Mischung macht es jetzt eigentlich aus. Ich glaube, dass die Lenkung immer möglich ist. Aber für uns ganz entscheidend ist diese Technologieoffenheit in allen Bereichen oder auch die Möglichkeit zu sagen, vorhin ist es gefallen, in allen Branchenbereichen muss man etwas Gutes tun.
und auch vorankommen. Ob das jetzt, und wir sind heute beim Thema Tourismus, ob das in den Hotels ist mit nachhaltiger Führung, auch die Gäste schauen ganz genau drauf, wo kommen die Lebensmittel her, die auf dem Frühstücksbuffet stehen, wie funktioniert die Reinigung und so weiter, mit welchen Mitteln passiert das. Also auch die Öko-Hotels werden aus dem Boden gestampft, weil da einfach eine Sehnsucht da ist, diese Nachhaltigkeit zu leben. Und mir ist es auch wichtig, dass wir Vorreiter sind. Und ich denke, Deutschland kann das in vielen Bereichen zeigen, dass wir uns da auf einem guten Weg auch ja schon bewegen. Habe ich verstanden, Herr Messner? Lebensmittelverschwendung ja. Und so weiter und so fort. Aber im Übrigen genauso auch mit dem Wald, den wirklich proaktiv auch umzubauen für eine Kulturlandschaft, die sehenswert ist, die lebenswert ist für unsere nächsten Generationen, also, und ihn nicht einfach stillzulegen. Also auch da Vorbild sein. Herr Messner, ich will trotzdem noch einmal ganz kurz beim Fliegen bleiben, weil das ja einer der größten Emittenten auch ist, wenn es um Urlaube geht. Es gibt ja diesen Begriff Flugscham, also so ein bisschen eine Scham empfinden, wenn man wohin fliegt und andere Leute auch darauf hinweisen, dass sie da gerade etwas tun, was womöglich dem Klima schadet. Sollte man sich denn schämen, wenn man in ein Flugzeug steigt? Also ich finde das übertrieben. Ich bin viel geflogen, das gebe ich zu. Und meine Bergsteigerei oder Abenteuerei war in erster Linie umweltschädlich, weil ich eben die Anreisen machen musste, den Himalaya, in die Antarktis, zum Nordpol, wo auch immer hin. Aber sonst hätte ich mein Leben nicht führen können. Das Reisen generell befürworte ich, weil wir damit andere Kulturen kennenlernen, andere Kontinente kennenlernen und damit auch Empathie entwickeln können. Es wäre gut, wenn ein paar Politiker von Welten, nicht Weltruf im positiven Sinne, sondern von bekannte Politiker mehr gereist wären, dann wären vielleicht Kriege nicht entstanden. Das ist eine steile These.